Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins. So, ich bin schon mal währenddessen hier nach unten gelaufen und da, kein Bock auf dich. So, dann können wir auch gleich wieder nach oben laufen. Ich habe gedacht, es wäre irgendwas Besonderes, aber ich speicher mal. Vielleicht will sie ja nur was sagen und ich muss keine Die Quest tiefe annehmen. Dunkelheit vor dem ersten Licht der Morgendämmerung Die scheint tiefe endlos. Dunkelheit oh, bah, Schnauze. Ich hab keinen Bock auf dich. Oh, eine Truhe, die wir nicht aufgekriegt haben, aber die will ich jetzt auch nicht mehr. Wenn ich die einmal nicht bekommen habe, dann will ich die nie wieder. Kann ich nicht eigentlich. Und wir sind da. Eigentlich. Aber nein. Boah, ist das wirklich die dunkle Brut? Ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass wir verkacken. Oh, oh, Kinders, oh. Ich hab wirklich Angst. Ihr kämpft gegen die dunkle Brut! Ihr kämpft um euer Leben! Fehlen hier noch? Nee, da gibt's nichts. Die Männer schlafen an der Oberfläche schlecht. Sie sagen, sie hätten Albträume, dass sie nach oben in den Himmel stürzen. Das soll schlimmer sein als die dunkle Brut. Ja. Wir grüßen euch, grauer Wächter. Ja, hallo. Grüße, grauer Wächter! Grüße, Grüße. Wir werden unsere Abmachung mit den grauen Wächtern einhalten. Schon bald werden die Dalish bereit zum Kampf sein. Aber die sind noch nicht bereit. Oh, mache ich einen Fehler? Ich weiß es nicht. Ah, ich mach's jetzt einfach. Mann. Ich habe wirklich Bedenken, dass ich irgendeinen Fehler mache. Ich sollte mich darüber informieren, aber die Folge, Mann. Naja, jetzt ist auch vorbei. In Mass Effect gab es ja auch sowas, dass man sich vorbereiten musste, aber das habe ich gar nicht geblickt und dann habe ich einfach so weitergemacht und naja, ich habe es überlebt, aber trotzdem. Sehe ich es richtig, dass ihr sämtliche möglichen Verbündeten gewinnen konntet? Das ist gut. Ja. Wenn ihr bereit seid, können wir nun das Landding einberufen. Ich möchte Logan eigentlich keine Zeit zum Nachdenken geben, aber das liegt an euch. Ich werde nicht ohne euch nach Denerim gehen. Gehen wir sofort nach Denerim. Ich bereite alles vor. Wir fahren nach Denerim. Möge der Erbauer über uns wachen. Peace, Bruder, peace. Oh Gott, ich habe jetzt wirklich Bedenken. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich weiß nicht, was auf uns zukommen wird. Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelenhad und der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Lanting war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er muss sich zeigen und uns gegenübertreten. Er wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt? Wegen der Verderbnis bin ich hier. Nach Kaelins Tod muss Ferelden einen König haben, der es gegen die dunkle Brut führt. Ferelden hat in seiner Königin eine starke Monarchin und ich führe ihre Armeen. Oh Gott, angesichts von Astaga brauchen wir womöglich einen besseren General. Wenn Anora herrscht, möge sie für sich selber sprechen. Was soll ich jetzt sagen? Wir brauchen einen besseren Typen-Dinger da.
Ah, der Rekrut der Grauen Wächter. Dachte schon, dass wir uns wiedersehen. Mein Beileid für das, was den Euren widerfahren ist. Es ist bedauerlich, dass Sie sich gegen Ferelden gestellt haben. Genug jetzt, wann beginnt das Landing? Ich nehme von Deserteuren und Königsmördern keine Befehle entgegen. Ich will euer Verbrechen bei Ostagar verkünden. Hütet eure Zunge, das ist meine Stadt. Kein guter Ort für Worte des Verrats. Ganz gleich, wer sie äußert. Tja. Es heißt, eure Krankheit hätte euch geschwächt, Eamon. Nicht wenige machen sich Sorgen, ob ihr Ferelden weiterhin beraten könnt. Meine Krankheit? Nennt es doch ruhig euer Gift. Wie wird das wohl beim Landding klingen? Nicht jeder wechselt seine Loyalität so rasch wie ihr und diese Kriecher an eurer Seite. Ihr wart wirklich schon lange nicht mehr bei Hofe, Eamon. Erkennt ihr Randon Howe nicht, Arl von Amaranthine und Taryn von Hyever? Und seit Juriens beklagenswertem Schicksal bei Ostagar auch Arl von Denerim. Ein wahrhaft peinlicher Überfluss. Genießt diesen Moment, er wird bald schon wieder vorbei sein. Ich verlange Blutrecht, dieser Mann hat meine Familie umgebracht. Ihr habt keine Rechte, Verräter. Eure Familie verlor sie, als sie sich gegen den König wandte. Meine Familie hat nichts gemacht, du böser, böser Mann. Beweis es dem Landing, hier werden Mörder immer noch gehängt. Es ist entweder tollkühn oder sehr dumm von euch, den Taryn vor Zeugen zu bedrohen. Genug, Catherine. Nicht jetzt, nicht hier. Ich wollte euch dieses übereilte Vorgehen ausreden, Eamon. Unser Volk ist verängstigt. Unser König ist tot. Und unser Land wird belagert. Wir müssen vereint sein, um diese Krise zu überstehen. Königin Moin, eure eigene Schwester, hat unermüdlich für Ferelden gekämpft. Soll ihr Werk zerstört werden? Durch eure selbstsüchtigen Ambitionen auf den Thron spaltet ihr die Nation und schwächt unser Vorgehen gegen die Verderbnis. Ihr seid es, der Ferelden gespalten hat. Welches Vorgehen? Ihr habt die Grauen Wächter zu Verbrechern erklärt. Wenn ihr das Land wirklich retten wollt, kämpft mit uns. Ich soll auf fremde Hände ohne Erfahrung vertrauen? Denkt ihr, ich bin blind? Kaelin vertraute auf die Stärke der Grauen Wächter gegen die dunkle Brut und wir alle wissen, wie weit ihn das gebracht hat. Reden wir lieber von der Wirklichkeit. Geschichten werden uns nicht retten. Ich kann euch nicht vergeben, Logan. Der Erbauer vielleicht, aber ich nicht. Unser Volk verdient einen König aus der Tharin-Linie. Alistair wird uns zum Sieg gegen die Verderbnis führen. Oh, mehr muss ich nicht tun? Nur keinen Druck. Der Kaiser von Orlais dachte ebenfalls, ich könnte ihn nicht zu Fall bringen. Er wartet nicht mehr Gnade, als ich ihm gewährt habe. Für mein Heimatland werde ich alles tun. Es wird einen Krieg geben, vor der Verderbnis. Nun, das war erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass Logan sich so schnell offenbart. Kennt ihr Logan schon lange? Howe hat meine Familie getötet, ich darf ihn nicht davon kommen lassen. Ja, aber das ist jetzt nicht das Wichtige. Das Wichtige ist erstmal die Verderbnis aufzuhalten und erstmal das erste Wichtige ist, Alistair zum König zu machen, damit wir gegen die Verderbnis anstinken können. Was machen wir jetzt? Das Landing ist erst der Anfang. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Adelige dort Logans Doppelspiel durchschaut. Keine leichte Aufgabe. Aber wir sind gerade erst angekommen. Ruht euch ein wenig von der Reise aus. Sobald ihr euch ein wenig umgesehen habt, kommt in meinen Wohnraum. Dann besprechen wir unseren Plan im Einzelnen. Oh Gott. Wenn ihr bereit seid, unsere Strategie zu besprechen, findet ihr mich oben in meinem Wohnraum. Dann überlegen wir uns unseren Plan für das Landing. Okay. Neue Quest. Freunde? Okay, die sind alle da.
Ich vermisse irgendwie meine Freundin die ganze Zeit. Alles hier drin scheint zerbrechlich zu sein. Das ist äußerst unpraktisch. Oh, ist er noch da? Ja. Oh, wo sind meine Freunde? Ich bin zu meinen Freunden. Wer ist Nigel? Kennen wir dich? Entschuldigt mich. Ich muss im Wohnraum des Aals Staub wischen. Seid ihr aus Denerim? Was macht ihr hier? Ich habe hier nur wenige Elfen gesehen. Nein, ich komme aus Radcliffe. Lady Isolde hat mich letztes Frühjahr hierher gebracht, als ihre Kammerzofe. Aber ich habe hier Familie. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Guten Tag. Oh Gott. Man will sich auch immer mit den Leuten unterhalten und schon werden die geköpft, weil sie mit mir reden. Adlimen, wer ist da drüben? Alistair ist auch da drin, okay. Ich möchte aber noch nicht reingehen. Dort? Na, alles klar, mein Freund. Warte, das sollte hoch. Kein Problem sein. Na? Ja. Oh, Steen. Oh, ein Buch. Na, ich möchte Buch. Oh, hallo? Buch? Es lässt sich nicht so leicht verteidigen, wie ich gehofft hatte. Aber es wird genügen. Was ist euer Begehr, Kadan? Oh, nix. Speichern. Morgen, alles klar? Wenn mich noch ein Diener fragt, ob ich mich umziehen möchte, stecke ich das Haus in Brand. Was liegt an? Was liegt an? Oh. Ihr steckt wirklich Fragen? Voller Fragen. Was liegt an? Wir sind nicht allein, demzufolge auch nicht ungestört. Es gibt nichts. So, was macht Liliana? Oh, eine Truhe. Liliana! Mädchen, wo bist du? Na. Aber auch wieder so ein Gefühl von früher in so einem königlichen Schloss zu sein. Oder im königlichen, weiß ich was zu sein. Na, da gehe ich nicht rein. Hier war die Dienerin. Hier war Sophie. Wer ist Sophie? Speichern. Seine Lordschaft schickt keine Nachricht, dass er kommt. Und jetzt ist das Haus voller Gäste. Andraste, schütze uns. Das wird mein Untergang. Ach so, die müssen ja immer alles sauber und so halten und sowas. Daniel hat fast einen Anfall bekommen. Arl Eamon sollte öfter unangemeldet auftauchen. Aber Arl Eamon, da macht er so einen riesen Hang draus, weißt du? Aber wenn wir kommen, ist jetzt kein... als immer nur im Wald zu schlafen, nicht wahr? Kann ich euch irgendwie helfen? Im Wald fand ich sicherer, muss ich ehrlich sagen. Nö. Na, weißt du, jetzt noch zu jedem sagen, ich bin hier dort gehen. Geschmack, Wächter. Lasst mich wissen, wenn euch etwas stört. Stimmt es, dass unter den Besuchern des Arts auch ein Prinz ist? Für mich sah keiner von ihnen wie ein Prinz aus. Ja, da ist wirklich einer. Alistair. Oh, Liebesbriefe. Oh. Nein! Oh, zurück, abbrechen. Alle. Nein, zurück. Ich will nicht. No, Faser-Tapete. Scheiße. Ich will nicht. Will zurück. Oh. Huch, nein. Zurück. Leute, Datenkrieger können lernen, von Feinden abzulassen oder sie zu verhöhnen, um das Schlachtfeld zu kontrollieren. Da-da-da-dam. Jetzt. Stimmt es, dass unter den Besuchern des Arts auch ein Prinz ist? Ja. Ja, da ist wirklich ein Prinz. Darwin. Ein hübsches Anwesen, nicht wahr? Was habt ihr auf dem Herzen? Nix. Schönes Bild. Ist es ein Artwork? Sind hier Artworks aufgehangen? So, Ogryn war doch der Letzte. Für euch nehme ich mir die Zeit. Danke. Ja, der Einzige, der irgendwie anders drauf reagiert, wenn wir kommen. Sie sind für den Arl bestimmt. Weizenzucker, Malzzucker, was? Eine Wagenladung Kartoffeln, die waren so verfault, dass sie nicht mal starken, weil sie sofort weggekrochen sind.
eure Falken, sie haben keine Eier mehr. Wissen diese Hennen nicht, dass sie für einen Aal legen? Natürlich. Nein, sowas kann wissen wir nicht. Kann jetzt nicht reden, Sir. Sonst zieht Herrin Agatha mir das Fell über die Ohren. Hier, Carella. Oh Gott. Willst du, dass auch Gewürze fehlen? Schnell weg. So, jetzt wohl zu wo sind wir eigentlich hier gerade? Also, ja, Anwesen von, weiß ich wem. Ah, Arl Eamons Anwesen, das ist Anwesen von Arl Eamon? Hallo. Wow, wirklich schön hier. Speichern. Ah, so. Wächter. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Jo, alles wunderbar. Gut. Es dürfte für eine Weile eure letzte Gelegenheit zur Ruhe sein. Das ist Erlina. Sie ist... Ich bin Königin Anoras Kammerzofe. Sie hat mich geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Aber vielleicht will die junge Dame lieber für sich selber sprechen. Warum soll Anora uns um Hilfe bitten? Die Königin ist in einer schwierigen Lage. Sie hat ihren Mann geliebt und ihren Vater anvertraut, damit er ihn beschützt. Er kommt aber ohne König zurück und es gibt üble Gerüchte. Was soll sie davon halten? Sie macht sich also Sorgen. Aber wenn sie ihn darauf anspricht, antwortet er nicht. Er sagt nur, sie solle sich nicht weiter beunruhigen. Das heißt, die Königin glaubt, dass Logan König, dass Logan Kaelin getötet hat? Die Königin vertraut ihrem Vater nicht mehr. Aber Logan ist sehr raffiniert. Ganz anders als Randon Howe, der in alle Geheimnisse eingeweiht ist. Sie geht also zu Howe. Dass die Königin den neuen Arl von Denerim besucht, gebietet schon die Höflichkeit. Sie verlangt Antworten von ihm. Das ist sinnlos, Howe ist wahnsinnig. Er hat sie beschimpft. Verräterin war noch das Harmloseste. Und sie in einem Gästezimmer eingesperrt. Wieso kann ich nicht antworten und ist sie immer noch da drin oder können wir sie da rausholen? Was hat das alles mit mir zu tun? Dass ihr Leben in Gefahr ist. Howe hat gesagt, tot sei sie als Verbündete wertvoller als lebendig. Vor allem, wenn Arl Eamon daran schuld wäre. Würde Logan seine eigene Tochter töten, um Arl Eamon etwas anzuhängen? Ja, müssen sie da rausholen? Sie hat gehofft, dass ihr das sagt. Logan spricht oft von dem jungen grauen Wächter, der überlebt hat. Er macht sich offenbar Sorgen. Wir haben wohl keine Wahl und müssen Anora vertrauen. Die Königin ist beliebt. Wenn Logan mir die Schuld an ihrem Tod in die Schuhe schieben könnte, ich bin nicht sicher, ob wir das Risiko eingehen können. Das Risiko können wir nicht eingehen. Ihr habt recht, wir müssen helfen, sofort. Arl Howe stellt täglich neue Wachen ein. Da fallen ein paar mehr gar nicht auf. Ich zeige euch den Dienstboteneingang. Wir müssen rein und mit meiner Königin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Danke, Wächter. Okay. Wir sollten uns beeilen. Aber ich will noch schnell mit Alistair quatschen. Ganz kurz noch. Bitte, 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 Alistair. Ah, cool. Cool? Was? So, Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Huh? Sie haben den Speisesaal umgestaltet. Nur zu. Okay, das war's. Ich wollte nur hören, was er sagt. Wo kann ich helfen? Wo? Oh, eine Truhe. Na, scheiße. Ja, wie kann ich jetzt wo helfen? Was muss ich machen? Ah! Mann! So, jetzt hier und dann Verderbnis. Denerim, das da. Das ist jetzt mein Hauptding. Wohin muss ich? Sagt mir's. Okay, ich bin weg. Tschüss, Skinners. Ich muss gehen. Habe ich eigentlich diese Rüstung bekommen? Nein, noch nicht. Ach Gott, die Steuerung. So, schnell raus hier. Kinders, ich muss gehen. Wer will mitkommen? Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall eine Schurken mit, eine Magierin. Weiß nicht. Wird erledigt. Ich glaube, Wynn nehme ich mit. Alistair, kann ich die Alistair mitnehmen? Ich nehme den mit.
In der Tat. Schurken? Jetzt einer von den zwei. Ja. Ich nehme einfach sie mit. Die anderen werden, glaube ich, zu auffällig. Ladedaten. Oder könnte ich nicht da alleine hingehen? Das wäre viel cooler. Ich würde da gerne wirklich alleine hingehen, aber naja. Auch schon seit 20 Minuten? Nee, scheiße, hätte ich. Mist. Dann werden wir angegriffen? Na, ja, nein, vielleicht, nein? Nee. Schade. Na, eigentlich zum Glück. Warte, stopp! Warte, nein, ich wollte hier noch. So. Oh, 100 Gold haben wir wieder. Okay, nichts. Kinders, ich beende die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir auch sehen, was da hinten abgeht. Tschüss!